Herzlich willkommen, Freunde. Danke, dass ihr wieder zugeschaltet habt zu Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back. Wir sind in der letzten Folge stehen geblieben bei Road to Ruin. Und da haben wir haben da den geheimen Weg genommen, aber haben irgendwie den Kristall nicht bekommen. Das heißt dann, wir gehen jetzt da sofort wieder rein. Auf jeden Fall, klare Edelsteine tauchen oft am Ende des... Achso, Todeswegen. Ja, genau. Wegen dem Todesweg. Oh Gott, das war mein Handy. Das werde ich gleich mal stumm schalten. Erstmal mein Handy angelassen. So, und zwar... Oh, warm ist das heute, du Wahnsinn. So, aber wie wir da hinten rüberkommen, ich weiß es nicht. Komme ich hier rüber? Nö. Ein Test war es ja wert, ne? Gut, und zwar, wie wir da hinten rüberkommen, weiß ich nicht. Vielleicht ist da hier irgendwie was. Hier ist ja gar nichts, okay. Pech gehabt. Bada bam. Und zwar, das Level kennen wir ja schon, ne? Hier mit diesem War das knapp? Ach ja, er hier, genau. Er war ja auch lustig. Ach ja, 13. So. Oh Gott, das war ja ein knappes Ding eben. Aber hoffentlich... Ach ne, alle Kisten bekommen... Ach, ich Idiot, was mache ich denn da? Aber alle Kisten, ich weiß nicht, ich glaube, wir bekommen nicht alle Kisten. So viel kann ich, glaube ich, schon mal sagen. So, den Todesweg brauchen wir ja nicht nochmal gehen. Mal kurz warten. Oh, war das knapp. So, den Kristall einsammeln. Und die Kiste. Checkpoint. Oh yeah, geil, Äpfel. Also erstmal einsammeln und ein paar Leben sammeln hier, weil wir haben ja letzte Folge einen guten paar verschwendet und die Folge davor, glaube ich, auch. Akku, yeah. 34 von 89. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das wird nichts mit allen Kisten. Außer was ich mir vorstellen könnte ist, au, hoppla, das vom Bonusweg, weil da gibt es ja Ausschalter, dass wir dann vom Bonusweg aus wieder komplett zurückgehen müssen zu den Kisten, die am Anfang nicht aktiviert waren. Das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Oh, ey, hol dir die Kiste. Hä? Was war denn das? Komm, nochmal. Das war jetzt eben richtig buggy. Nochmal, hopp. So, jetzt erstmal die hier holen. Dann war das links. Dann war das wieder die rechte. Dann war das wieder die linke. Genau. Und jetzt bin ich der Meinung, haben sich die Wege vorne komplett auch. Okay, ich kann es testen, aber ich bin mir nicht sicher. Und ob wir das überleben? Ich weiß es nicht. Das wird ziemlich harte Sache. Also okay. So, Bonus geschafft. Alle 13 Kisten. Also ich würde jetzt zurückgehen, aber ich habe nur keinen Bock, dass ich umsonst gehe. Und das wird jetzt richtig crazy, also ich muss sehr vorsichtig sein. Ich versuche mein Glück, weil bei Crash ist alles möglich. Weil umso weiter man kommt, umso schwerer wird das dann auch. So, das habe ich schon mal. So, jetzt muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ich muss jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. So, bis dahin bin ich schon mal. Hier war Checkpoint, genau. Dann ist sie auch nicht mehr weit. Die Statue guckt nur. Oh Gott, die guckt nicht nur. Die spuckt auch Feuer. Ah, hier ist der Todesweg. So. Da hinten sind die Affen. Boah, Alter. Sorry, dass ich jetzt so ruhig bin. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Okay, das ist schön. Man hat aber auch immer noch ein bisschen Zeit zum Warten und zum Gucken, wo man überhaupt hin muss. Oh Gott, die Ratte haben wir vergessen. So, weg mit dir. Hier runter. Hier runter. Ich habe keine Ahnung, was ich da machen soll. Weiß ich echt nicht. Gut, damit wir wieder schnell vorne sind, lasse ich mich sogar einmal töten. Ich weiß es einfach nicht. Versuch war es ja wert, aber jetzt haben wir die Klarheit, dass es nicht funktioniert.
Kai. Ja, fehlen leider viele. So. Aber wie kommt man da rüber? Also ich muss sagen, ich habe das Spiel, ich kenne mich zwar gut mit dem Teil aus, mit dem Teil danach kenne ich mich auch aus, aber ich weiß zwar nicht alles, das ist natürlich mein Problem. So, der Ladebildschirm geht ja nicht so lange und daher brauche ich auch keinen Cut machen, ist ja ganz easy. So, unbelievable. Bin mal gespannt, was da jetzt kommt. Hinweis: Der riesige Bär öffnet einen Geheimgang. Bär? Oh mein Gott, warte mal. Ach, ich weiß, was es ist. Ja, hier kommt jetzt ein Bär hinterher. Keine Kugel, nein, diesmal ein Bär. Da ist er schon. Oh. Muss ich mal ein bisschen konzentrieren hier jetzt. Wow. Oh, sogar Gegner jetzt hier. Wird ja auch immer schwerer, wa? Oh, oh, Alter. Wie doll. Lol, da oben ist der nächste. Ein Bär geöffnet. Der Bär öffnet einen Geheimgang, aber was damit gemeint ist, ich glaube, ich weiß schon was. So, vorsichtig. Wie viele Kisten sind hier? 58. Achso, durch den Geheimgang bestimmt noch. Und dann gibt es hier bestimmt noch einen Bonus. Werde ich ja sehen. Was mache ich denn? Ich wollte keine Schnappattacke machen. Schade. Bim, bim, bim. Wow. So, müssen wir jetzt ein bisschen Concentration hier. Ja, ja, nein, 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 nein. Nein. Damn. Ach, mein Leben bald wieder vorbei. Oh Gott. Schnell vorboosten. Ohne Worte. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ah, so geht das auch. Alles klar. Gut zu wissen. Wow. Hau rein. Ich glaube, das war der hier, ne? Ja. Alles klar, haha. Der Bär öffnet einen Geheimgang. Der Bär, genau, der Bär. So, du gehst sterben. Ach ne, ich glaube, den brauchte ich. Ja, den brauchte ich. Oh nein, das kostet auch Leben. Ne, das ist nicht gut. Ich glaube, ich gehe Game Over. Also, halt so wild. Komm, kriegen wir Leben zusammen. Nein! Game over. Game over. Level neu starten? Ja. Gut, werden wir es nochmal versuchen. So muss das nämlich. Ach ja, der riesige Bär öffnet einen Geheimgang. Ich weiß. Wow, wow, nein, 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 nicht, nicht, nicht schon am Anfang, nein. Schön überleben, Crash. Wir haben nur 4 Leben. Oh. Na geil. Und ich springe noch genau in den Zaun rein. Und das ist so mega warm heute.
so warm heute, Alter. Ich schwitze aus allen Ecken und Kanten, Alter. Ich bin richtig swaggy unter den Achseln. Alter. Ich war schon zweimal duschen heute. Kalt, versteht sich. Ist sowieso gut fürs Nervensystem, kalt duschen zu gehen. Bam, bam, bam. Komm, jetzt müssen wir uns aber ein bisschen besser anstellen. Nein, nicht schon wieder hängen bleiben hier. Oh Gott. Schön. Und zwar hier runter. Jetzt versuchen wir es nochmal erneut. Diesmal verkacke ich aber nicht. Glaube ich. Bruder. Da war ein Raketenschuss. Den wollte ich gerade nicht riskieren. So. Na, haben wir. Wir wären auch so rübergekommen. Okay. Autsch, du Typ. Blub. So. Nochmal zurück. Hier oben nämlich rauf. Yo. Was? Wo kam die her? Lol. Wo kam die her? Hä? Habt ihr das ge... Hä? Hä? Die ist doch eben da erst erschienen. Was ist, war denn das eben? Egal. Hä? Oh. So. Das habe ich auch. Nun geh weg da! Haha, Alter. Ka-ching! So. Haha, ich wusste, dass es eine Holzkiste ist. Lol, eine mechanische Ratte. Die Slider, ich weg. Die geht nicht. Nein. Ich spring noch genau rein. Bin ich ein Lutscher. Oh Mann. Komm nochmal Akku holen hier. Hier holen wir uns auch noch. So, holen wir uns die Kiste. Was war denn das für ein Move? Ach, alles klar, hier, ne? Alles klar, hm. Boah! Das ist knapp. Das ist echt knapp. Ach Mann. Ah! Was ist denn das für eine eklige Stelle? Da muss ich erstmal den richtigen Raum finden für. Jo, Alter. Oh nein. Okay, ich werde trotzdem getroffen. Schade, ich wollte gucken, ob ich mich bücken kann, am wenigsten. Ich brauche nicht jedes Mal drüber springen.
Aber anscheinend geht es wohl nicht. Oh Mann, das ist jetzt gerade eine echt nervige Stelle. So. Ah, ich hoffe, ihn kann ich springen. Also muss ich ihn nur mit der Stampfattacke erledigen. Da ist er, da ist er. Lol. Geh weg, du Typ. Alter, was? Lol. Ach so. Ah. Junge, 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 was ist denn das hier? Wie lange geht das denn noch? Ugra. Ach, da ist das Ziel. Oh, Alter. Warte, jetzt muss ich ja... Jetzt muss ich auch noch weitergehen, ne? Ich will jetzt aber auch nicht sterben. Ah, hier ist Bonus. Ein Checkpoint. Hier verliere ich wenigstens keine Leben, sondern kann Leben gewinnen. So, schön. Oh, nee, was mache ich denn da? Ich muss ja mit dem Slider rüber. Hat man doch schon gesehen, den Abstand. So, so. Hui. Jo, wie hoch bin ich denn in ihm gesprungen? Jo, das sind die letzten 12, die 4. Das sind die... Ja, auf jeden. Die 4 sind die letzten 12 Kisten. So, die Folge ist auch schon wieder fast vorbei. Wahnsinn. 42 von 58, also ich habe 6 Leben. Also ich hätte noch gut Chancen, das zu schaffen. Wow, aber nicht, wenn das so hier geht. Wow, 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 oh, Alter, war das knapp eben. Junge, 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 was für ein Move. Was? Was? Oh nö. Oh ne. Sammelt er die für mich ein? Sauber. Das freut mich. Nochmal. Ach, scheiße. Gut, er sammelt die für uns ein. Das ist ja geil. Wow. Alter, nein, nein. Alter! Haben wir jetzt den kleinen Bären gekillt oder wie muss ich das verstehen? Oh, geil, wir haben das Level. Puh. Alter. Bam! Uiuiuiui. Wahnsinn. Die Folge geht noch ein bisschen, sehe ich gerade. Ich kann die jetzt noch nicht zu Ende machen. Nein, mache ich nicht. Nein, nein, nein. Der Wabraum. Oh. Crash, mein Junge, du hast mehr als die Hälfte geschafft. Bestimmt hast du bemerkt, dass es schwieriger wird. Die letzten 10 Kristalle zu bergen wird am schwierigsten sein und meine, unsere Feinde werden ihre stärksten Leute schicken, um dich aufzuhalten. Ich melde mich nach dem nächsten Warp-Raum. Gut, er meldet sich nach dem nächsten Warp-Raum. Tiny Tiger, wollen wir da jetzt schon rein? Oder wollen wir es nächste Folge machen? Wir gehen in der nächste Folge rein. Verzeihung, Freunde. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder zugeschaltet habt.
und würde mich auf jeden Fall auf einen Daumen nach oben freuen über Kommentare in der Box da unten. Und was macht die denn da für Bewegung? Ja, und auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung ist auch mein Twitch, Twitter und Facebook-Account verlinkt. Da seid ihr immer auf den Laufenden, wenn ich mal einen Livestream auf Twitch mache, auf jeden Fall. Und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn ihr mir da folgen und gefällt mir tut. Liken tut, ja, auf jeden Fall. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.